2002, da haben wir so 25 Kühe gehabt und 40 bis 50 Sauen. Dann, da haben wir sich natürlich auch für die schwäbisch-hessische Rasse interessiert und haben gesagt, eigentlich können wir da mal ein paar Jungsauen kaufen, da sehen wir schon, wie es sind, wie es wäre. Und waren wir zufrieden und haben dann langsam umgestellt und haben dann nur schwäbisch-hessische Sauen gehabt. Und ist eine robuste Rasse eigentlich, die schwäbisch-hessische? Die Maststelle haben wir komplett neu gebaut und die Sauenhaltung haben wir die Altgebäude genutzt. Ich stelle heute die Familie May vor. Ich bin die Claudia May. Neben mir hockt meine Schwiegermutter, die Berta. Ja, ich habe hier lange im Betrieb mitgeschafft. Der Werner May, der Michael ist uns einer unserer vier Söhne. Und ich mache zurzeit eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik. Die Nummer vier unserer Söhne ist der Thomas. Ich bin zurzeit auf der staatlichen Fachoberschule in Ansbach. Da mache ich mein Fachabitur. Ich bin der Andreas und ich bin der Hofnachfolger. Ich fühle mich wohl mit den Enkeln und auch mit den Kindern. Ich habe mir nie vorstellen können, einen Bauer zu heiraten. Aber wo die Liebe so hinfällt, man kann es manchmal gar nicht so raussuchen. Ja. Und ich könnte mir jetzt auch gar kein anderes Leben mehr vorstellen. Wir bewirtschaften den Betrieb gemeinsam. Landwirtschaft ist eh so ein Generationenprojekt, wo es einfach weitergeht. Im Grundsatz sind wir uns ziemlich einig. Ziemlich ähnlich und das vereinfacht vieles. Immer, man kann sich immer ergänzt sich gut und hilft sich so gut wie es geht eigentlich. Die Schweine werden von der Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall abgeholt, ja. Heute werden 95 verkauft. Die werden heute Nacht noch geschlachtet. Das ist der Lieferschein für die Schweine. Wie viele Schweine, das wir jetzt geladen haben. Quasi wo ein Schlachthof genannt. Und das da ist die Standarderklärung, den Zettel, wo ich ihm mitgebe jetzt. Und da steht drin, dass die Tiere quasi frei von Antibiotika sind und nach den Vorgaben des Tierschutzes und der Tierschutznutztierhaltungsverordnung gehalten werden. Die GGA-Richtlinien sind insofern positiv für uns, dass wir quasi in diese fünf Landkreise hineinfallen, in diesen Umkreis Hohenlohe, wo man schwäbisch-hessische Sauen eben halten darf und vermarkten darf. Wir sind kein Biobetrieb, aber das ist ja eigentlich von den Bäuerlichen auch gut, dass man so eine Zwischenschiene hat. Dass man konventionellen Ackerbau machen kann, aber die Tierhaltung schon ziemlich nah an Bio ist. Und dass die schwäbisch-hessische einfach ein gutes Fleisch haben, wo man produzieren kann mit dem eigenen Getreide. Und die Bäuerlichen das auch schaffen, das in Wert zu setzen, das ist ja ganz toll. Praktisch, dass man für seine Arbeit die Anerkennung hat. Durch den Mehrpreis. Das ist das Gute und die Bäuerliche.